Im März erwarten euch ganze 7 neue Spiele im Game Pass. Darunter sind von AAA bis zu unbekannten Indies zahlreiche Genres vertreten. Während ihr euch von Nier Automata und 3 weiteren Spielen am 15. März verabschieden müsst, verraten wir euch im kommenden Schnelldurchlauf alle neuen Titel und wann sie im März im Game Pass erscheinen. Das ist unser Überblick in nur 60 Sekunden. Ab dem 1. März erwarten euch Far Changing Tides für Cloud, Konsole und PC. Microsoft Flight Simulator zum ersten Mal als Cloud-Version im Game Pass. Lightning Returns. Final Fantasy 13 erwartet euch ab dem 3. März auf Konsole und PC. Ab dem 10. März gehen folgende Titel in den Game Pass. Kentucky Route Zero für Cloud, Konsole und PC. Lawn Mowing Simulator für Xbox One. Marvel's Guardians of the Galaxy für Cloud, Konsole und PC. Und Young Souls, ein kleines Indie ebenfalls für Cloud, Konsole und PC. Wie bereits angekündigt, müsst ihr euch leider am 15. März von Nier Automata verabschieden, aber auch Fogs, Torchlight 3 und The Search 2 werden an diesem Datum aus dem Game Pass gestrichen. Welche Spiele wünscht ihr euch für den April?